gestern Abend ist die Entscheidung gefallen, dass ich sehr gerne zum Hamburger SV komme. Diesen Verein eigentlich seitdem ich kleiner Junge war immer verfolgt habe. Und jetzt bin ich Cheftrainer dieses Vereins. Es ist immer noch nach wie vor tollen Vereins natürlich. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich heute hier als Cheftrainer beim HSV vorgestellt werde. Das kam eigentlich relativ schnell bei mir durch, dass ich sage, ja, das ist eine Aufgabe, die ich spannend finde. Es gab ja die eine oder andere Aussage von mir in den letzten Interviews von mir, dass ich gesagt habe, wenn ich was mache, dann muss es was sein, was mich packen kann. Der Reiz lag jetzt wirklich darin, den HSV hier zu übernehmen mit einem ambitionierten Ziel, das kennt jeder. Ja, und das ist der Reiz, warum ich hier bin. Und das hat mit der Liga überhaupt nichts zu tun. Ich freue mich auf die zweite Liga, weil ich glaube, das ist auch für mich wieder genau das, was ich jetzt brauche. Dieses Spannungsgefühl, wieder mal von unten was aufzuarbeiten, wieder gestalten zu können, vom ersten Tag an mitzugestalten können und hoffentlich dann erfolgreich gestaltet zu haben. Am 17. Mai ist, glaube ich, letzter Spieltag.